So kurz der Anruf auch sein mag oder die schnell getippte SMS, am Steuer kann das Ganze lebensgefährlich werden. Die Zahl von Unfällen, bei denen vorher ein Handy im Spiel war, die steigt stark an. Was dazu führt, dass die Polizei auch ihre Kontrollen nochmal verstärkt. Autofahrer, die mit ihrem Handy erwischt werden, kassieren direkt einen Punkt und zahlen 60 Euro Bußgeld. Irgendwo ist das schon ein bisschen Abzocke. Nur, sag ich mal, 60 Euro fürs Telefonieren halte ich persönlich für zu wenig noch. Mein Handy war aus. Ich wollte nur hier aus der Jacke rausnehmen und an die Seite legen. Das war ja aus, das Handy. In der heutigen Zeit ist es wirklich so, dass sehr, sehr viele ihr Handy in die Hand nehmen und die sind sich gar nicht bewusst darüber, dass sie zum Beispiel, ich möchte es mal so ausdrücken, einen Blindflug hinlegen für die Zeit, in der sie aufs Handy gucken. Ja, ich habe definitiv eine Sekunde bestimmt geguckt, wo liegt es und drauf, also nicht drauf geguckt, aber sicher war man abgelenkt. Und was man in der Zeit, in der man aufs Handy guckt, zurücklegt an Metern im Blindflug, ist derart gefährlich, dass uns das wirklich so am Herzen liegt, dass wir öfter auch Sonderaktionen machen, um diese Gefahren ausschließen zu können. Morgens um 10, Bochum, Innenstadt. Hauptkommissar Hermann Bethke fährt mit seinem Team einen Sondereinsatz. Für Autofahrer, die mit dem Handy am Ohr oder in der Hand erwischt werden, gibt es einen Punkt und 60 Euro Bußgeld. Michael Pieper ist die Petze. In Zivil meldet der Oberkommissar per Funk die Handysünder. Silberner Golf mit einem älteren Herrn, trägt einen roten Schal, hat das Handy in der rechten Hand. Den Rest übernehmen die Kollegen an der Kontrollstelle. Gerd Wiesemes ist 72 Jahre alt. Er kennt jeden Blitzer in Bochum, doch mit der Handykontrolle hat er nicht gerechnet. Das Bußgeld, das ihn ärgert, will er überweisen. Neben dem Punkt in Flensburg gibt es eine Ansage von Polizeihauptkommissar Holger Knifke. So, Herr Wiesemes, Sie haben Sie angehalten, weil der Kollege, der Sie beobachtet hat, mir durchgegeben hat, dass Sie das Handy in der Hand gehalten haben und darauf rumgetippt haben. Also der Gesetzgeber sieht nicht vor, dass Sie damit telefonieren müssen, sondern der schreibt ganz klar rein. Das Handy ist ausgeschaltet. Ja, aufnehmen oder halten. Rausgenommen. Ja, und aber selbst das ist nicht gestattet, ja, weil Sie in dem Moment abgelenkt sind. Und wenn Sie mit 50 Kilometern fahren, innerorts, und Sie nehmen das Handy auf, Sie gucken drauf, das sind 2 Sekunden, in der Zeit durchfahren Sie eine Strecke von fast 30 Metern im Blindflug. Und das ist die Gefahr und das will man vermeiden. Gerd Wiesemes ist sauer, weil er sein Handy nur aus der Sakkotasche geholt und zur Seite gelegt hat. Dass das Folgen haben kann, sieht er ein und fordert zusätzlich ein Nikotinverbot am Steuer, um Ablenkung zu verhindern. Eigentlich müsste dann Rauchen verboten werden. Ne? Was noch? So, ich würde sagen, Rauchen auf jeden Fall auch noch. Auch genauso dann bestrafen wie mit dem Handy. Neben dem Team an der Kontrollstelle ist auch eine Zivilstreife im Einsatz. Bodo Gurt und Achim Yassin suchen im fließenden Verkehr nach Verstößen gegen das Handyverbot. Hauptkommissar Gurt muss heftig Gas geben und bremsen, weil er auf der rechten Seite einen Mann mit Handy am Steuer gesehen hat. Gib mir mal einen Löffel. Mit der Kelle gibt Oberkommissar Yassin die Tarnung der Zivilstreife auf. Die Zahl der Unfälle durch Telefone am Steuer steigt seit Jahren an. Mit den Kontrollen will auch die Polizei in Bochum das Leben von Verkehrsteilnehmern schützen und die Unfallzahlen senken. Telefonieren oder das Mobiltelefon während der Fahrt aufnehmen ist untersagt. Ja, meine andere Cousine rief mich gerade an. Ja, okay, gut. Muss ich belehren, Sie brauchen dazu keine Angaben mehr machen, nur Fakt ist auf jeden Fall, wir müssen eine Anzeige zu schreiben, so sieht's aus. Ne? Es gibt auch einen Punkt, ja. Ein Bußgeld kommt noch hinzu, Bearbeitungsgebühr. Mhm. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, also Sie haben eine Verantwortung, auch anderen Verkehrsteilnehmern gegenüber, nicht nur Ihnen. Haben Sie schon mit der Polizei schon mal zu tun gehabt in irgendeiner Form? Ja? Ist da noch was offen an Strafen bei Ihnen? Nein. Nicht, gar nichts. Ne? Nehmen Sie mal die Hände so, dass ich Sie sehe. Danke, okay. Aus der Tasche, genau. Okay. Sascha Küssner fühlt sich erwischt. Erklärungsversuche des 31-Jährigen, der wegen zahlreicher Tempoverstöße schon hat büßen müssen. 60 Euro Bußgeld ärgern ihn dabei weniger. Das ist richtig blöd. Warum? Naja, Punkte zu haben ist nicht gut. Ich kenne das. Ich habe den Führerschein wegen Punkte mal los gewesen. Ja. Wie groß ist die Gefahr, dass Sie ihn jetzt wieder verlieren? Das weiß ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe, dass es mit dem Strafgeld gegessen ist. Küssner hat den Beamten versprochen, sein Handy nicht mehr am Steuer zu nutzen.
Geglaubt haben ihm das Achim Yassin und Budo Gut, aber nicht so wirklich. Zurück zur Kontrollstelle. Markus Berg ist Kratfahrer und hat einen Handwerker geschnappt. Ich habe sie beobachtet, als sie das Telefon in der linken Hand, am linken Ohr hatten. Wenn jetzt die Polizei kommt, ne? Marc Harzer ist sauer, weil er 60 Euro zahlen muss. Vor allen Dingen aber, weil er als Kundendienst und Notfallmonteur für Heizungen auf sein Telefon im Auto angewiesen ist. Wenn das Telefon klingelt, geht man mal dran. Wenn irgendwo was brennt, wenn man dann angehalten wird, obwohl man eh an der Ampel steht, dann mal kurz ans Telefon geht, teilweise ist es einfach lächerlich. Das ist ja kein richtiger Blindflug. Also wenn man, ob man jetzt eine Freisprecheinrichtung anhat, ne, oder gerade aus einer Dose Cola trinkt oder sonst was, also ich finde, das ist die gleiche Ablenkung wie einmal kurz telefonieren. Irgendwo ist das schon ein bisschen Abzocke. Das ist meine Meinung. Bei der Ablenkung durch eine Freisprecheinrichtung mag Einsatzleiter Hermann Bethke nicht so ganz folgen. Der Hauptkommissar hat nicht nur für Freunde und Bekannte eine Geschenkidee, um zukünftig das Bußgeld für Handyverstöße zu sparen. Die Leute fahren Autos, sie sind teilweise 40, 50.000, 60.000 Euro wert und schaffen es nicht, für sich für 100, 200 Euro eine sehr, sehr gute Freisprechanlage zu besorgen, wenn sie schon unterwegs telefonieren möchten. Auch der nächste Kandidat ist ohne Freisprecheinrichtung unterwegs. Hab ich gekriegt, ne? Rechter Hand, Handy. Guten Tag, Peretzke mein Name. Wir führen eine allgemeine Verkehrskontrolle durch, unter anderem auch Handykontrolle. Ja. Getippt. Ach so, ja, hatte ich gerade in der Hand, ja. Ja, ich habe definitiv eine Sekunde bestimmt geguckt, wo liegt es und drauf, also nicht drauf geguckt, aber sicher war man abgelenkt. Also ganz klar, man ist schon abgelenkt, wenn man es in die Hand nimmt. Ja. Während der Fahrt ist halt so, ja, das Aufnehmen und das Halten eines Mobiltelefons so verboten. Ja, ich hab weggedrückt, weil es geklingelt hat. Ja, das ist schon der Fehler. Es folgen eine Anzeige, 60 Euro Strafe und ein Punkt in der Verkehrssünderdatei. Und damit hat Fabian Müller heftige Probleme. Denn jetzt ist sein Führerschein in Gefahr. Ich bin eher stinkig auf mich selber. Dass ich da mein Telefon nicht habe einfach klingeln lassen und ich habe es in die Hand genommen und weggedrückt. Also, die machen ihren Job. Müller ist mit dem Auto seiner Frau unterwegs. In Sachen Telefon hat der Außendienstler dazugelernt, wenn er mit seinem Wagen fährt. Ach, ich stecke mein Telefon in die Hosentasche, wenn ich nicht mit meinem Auto fahre. Weil in meinem Auto habe ich eine Freisprecheinrichtung. Und rühre es gar nicht mehr an während der Fahrt. Dem ein oder anderen einen Denkzettel zu verpassen, ist das Ziel auch der Bochumer Polizei. Denn die Beamten wissen, Handys am Steuer können im Straßenverkehr tödliche Folgen haben.